K-Pop Koreanisch. Herzlich willkommen. Annyeonghaseyo. Ja, wir haben heute mit der Aufnahme so früh angefangen. Oh, ich habe jetzt richtig Hunger. Oh, ich auch. Die Fahrt her dauert in meinem Fall eine Stunde. Ich muss nach der Aufnahme gleich etwas essen. Ja, aber bevor wir über das Menü diskutieren, müssen wir noch etwas arbeiten. Also, heute wird uns Yuki von der Girlgroup Purple Kiss ein koreanisches Wort vorschlagen. Hier kommt es. Tsukumi. Mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Vor kurzem erst war Cukumi-Saison und ich hatte auch richtig viel davon gegessen. Ja, ich liebe ja scharfes Essen. Gebratenes Cukumi muss ich mir regelmäßig gönnen. Das ist einfach ein Muss. Es ist wirklich lecker. Dann hören wir doch von Yuki, warum sie sich diesen Ausdruck ausgesucht hat. 제가 알려드리고 싶은 한국어는요, 제가 제일 좋아하는 단어인데 쭈꾸미입니다. 쭈꾸미인데 쭈꾸미는 너무 발음도 귀엽고 제가 제일 좋아하는 단어니까요. Ich nehme mal an, dass sie nicht nur das Wort und den Klang des Wortes mag, sondern auch gerne Cukumi isst. Die sind eben, wie gesagt, sehr lecker. Ja, vielleicht sollten wir noch etwas genauer erklären, was hier gemeint ist. Also Cukumis sind wirklich sehr klein, viel kleiner als Tittenfische, die man gewöhnlich kennt. Es sind einfach sehr kleine Tittenfische oder Kraken, Goldfleckenkraken nennt man sie auch. Man isst sie meistens gebraten. Genau, Cukumi Bukkeum. Bukkeum sind gebratene Gerichte. Wir sprachen eben von Tintenfischen, die heißen auf Koreanischen Odingo. Tintenfischbraten sagt man dann im Koreanischen so. Odingo Bukkeum. Genau. Gebratene Gerichte mag ich alle. Bei Cukumi oder Odingo Bukkeum gibt man eine scharfe Soße dazu. Etwas Kanjang, Sojasauce, Peperoni-Pulver, Gochugaru, Knoblauch und verschiedenes Gemüse wie Karotten, Lauch, Zwiebel und so weiter. So, dann wollen wir doch Yuki hören, wie sie dieses Wort ausspricht. Cukumi. Ja, heute hat uns Yuki von Purple Kiss einen koreanischen Ausdruck vorgestellt. Cukumi, kleiner Tintenfisch, wurde vorgestellt. Cukumi isst man auch gerne gebraten, das heißt dann auf Koreanisch Cukumi Bukkeum. Genau, und eins meiner Lieblingsgerichte, Cukumi, ist wie gesagt ein kleiner Tintenfisch und Tintenfisch nennt man im Koreanischen Odingo. Odingo. Der wird auch gerne gebraten gegessen und heißt dann Odingo Bukkeum. Ach, lecker. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Koreanisch lernen. Ja, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.